Hey, kleinen Poggies. Es wäre ja kein smarter Move gewesen, die Oldschool-Clips nicht in zwei Teile aufzuteilen. Da ich ein smarter Businessman bin, habe ich genau das gemacht. Es waren 17 Minuten. Ich dachte mir, ich kann eh keine Werbung schalten. Ich muss nicht auf 10 Minuten strecken. Also kann ich zwei Videos machen. Und zwei 7-Minuten-Videos passen einfach besser. 2 mal 7 ist nicht 17. Egal, auf was für eine Länge wir kommen, ne? Again, ein Like da lassen, abonnieren, bla bla. Jeder Abonnent bekommt 10 cm Penisgröße dazu, wissenschaftlich belegt. Frauen kriegen, ich weiß nicht, wie weibliche Genitalien gebaut sind, ne? Ich wünsche euch viel Spaß. Big Kiss. Ey, geiler Arsch! Darauf stehen die Frauen total, ey. Ja, das, darauf, das feiern die auf das finde keinen ich auch Fall, gar glaube nicht. ich, deswegen. Das größte Ding ist halt so. Mein Penis. Und der Comedy-Preis geht an! Smo! Nutzkerl! Guck mal, ich komm nicht mal mehr hoch mit meiner Stimme! Ich klinge wie ein Kranich im Zoo. Normalerweise konnte ich übelst schön hochgehen, so. Ah. Was ist denn jetzt LGBTQ Plus? Ist das so ein Spar-Abo? Weil Schule ist nämlich fucking scary, guys. Mobbing. Mobbing. Bam! Guys! Endlich ist keine Virgin mehr! Let's go! Wir hatten Sex! 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 Mr. Roboto! Oh yeah! Ich hab ne Kaktee. Nein, 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 nein. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Nein, ich bin nicht hier, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, ich bin nicht hier. Ich habe gesagt, ich bin nicht hier. Kennt ihr das, wenn ihr mega Bock habt, was zu unternehmen, aber keine Freunde habt? Let's go. Let's fucking go. Wir haben den Asiaten bestellt! Okay, scheiß drauf. Wir sind Männer. Jesus Christ! Keiner mag dich! Keiner mag dich! Fuck! You! Ich schau ja immer. Jetzt hab ich's vergessen. Nevermind. Inwiefern macht es Sinn, sich vor dem Geist zu verstecken? Ja, gar keinen! Ah, okay! Wait, what the fuck? Ah, laser mich ab, Daddy. Spitz mich voll. Bitte kein Sex, bitte kein Sex. Okay.
Mir geht's gut. Man hat meinen halben Hintern gesehen. Ich muss euch was erzählen, was richtig geil ist, Leute. Ich hab zum ersten Mal Sex gehabt. Ja! Woo! Und jetzt wird's noch besser, Guys. Ich werde Vater. Alright. Und jetzt? Jetzt ficken wir unsere Mutter, Guys. Nein. Das war. Jetzt ficken wir den Endboss, der zufällig die Mom ist in dem Game. Für Schneemann. Ah! Lächeln? Ich bin cringe aus. Hi, mein Name ist Zwonotzkan und ich bin finnischer Skispringer. Darf ich mal bei dir landen? Ich stehe auf Anpissen, Ankacken, ich bin lesbisch, ich schlag Frauen und Kinder, ich lieb's, wenn Kinder Schmerzen haben, ich bin impotent, ich bin schwach, ich bin fett, ich bin aber gleichzeitig lau, was bin ich noch alles? Rocher ist quasi der Sith-Lord unter den Raffaelos. Ja. Sind Sie Händler? Sind Sie Waffenhändler? Haben Sie irgendwelche Mittelsmänner? Bitte sag jetzt nicht ja. Den Sie die Waffen verkaufen? Ja. Ja? Und wie heißt der? Ganz, er sagt ja! Ganz zufällig? Wenn ich jetzt höre, ein Puff mit Sexpuppen klingt super spannend für mich. Das will ich unbedingt anschauen. Ein Weg für dich gefunden. Mhm, total, also ich hab... Omas sind die neuen Stepsisters, mark my words. Omas sind die neuen Stepsisters. Und wir noch warten, man kann den Schwanz gar nicht anfassen, weil er so glibberig ist. No sexual. Ah, Eva hat mir gerade geschrieben. Ich hoffe, du räumst gerade nicht deinen Schrank aus, bin ich da. Oh, shit. Es tut mir leid für Eva. Bitte einmal herz in den Chat, dass sie nicht da ist. Es tut mir echt leid. Das ist echt scheiße. Vielleicht so ein bisschen Love-Spam, so ein bisschen. Bisschen die Love-Spreaden an Eva. Na. Oh. Ja. Perfekt. Aber ich kann ja auch einfach... Ja, aber dafür stehen wir nämlich. Wir stehen für Liebe und Einigkeit. Und Frauenhass. Habt ihr Milchzähne verstanden? So einsam. Wisst ihr was? Ich fick heute Dexter. 89, das heißt, er ist 11. Ja, 11. Ja. Ich liebe. Sieht auch noch so fresh aus. Ist heute der letzte Februartag? Ja. Killer, morgen ist März. Ja, ich muss morgen einen Praktikumsbericht abgeben, den ich noch nicht angefangen habe. Guck mal, wir haben schon ein Drittel vom Jahr geschafft. Nee, ein Viertel. Es ist ja ein Viertel, aber wir haben ein Viertel vom Jahr schon geschafft. Nein. Nee, aber nicht, erst Ende März, ne? Ja. Never mind. Wir haben ein Sechstel vom Jahr geschafft. Fuck! Ja! Oh nein! Ich dachte, ich habe Pause gedrückt. Klingt wie nichts. Da war ein Kind. Ja, wir haben den Lappen. Oha! Frauenreizwäsche größer gleich nackt. Ich weiß nicht, was der Kreis kann soll, das hat keinen Sinn gemacht. Ich bin in Gestiken nicht so gut. Come on, mach nochmal was Cooles. Bitte lass mich jetzt nicht so sitzen. Finn, bitte. Ich finde, dass die besten Gerüche hands down sind nasser Regen, Tankstelle und mein Sperma. Meinst du das? Und ob du es vielleicht härter magst oder Was? Nee, ich bin Schalke-Fan.
Ich hab voll Angst, dass ich jetzt meine Haare verstanden nach und einfach so Haare ausfallen. Das kann passieren, aber halt natürlich vom Waschen Haare ausfallen, nicht dann nicht mehr als sonst. Das ist tatsächlich sehr witzig. Das ist die Sahnekirsche auf der Thronhaube. Was habe ich gerade gesagt?